Hi. Das nervt. Viele Menschen schreiben ein Hi, möchten aber selber eigentlich gar kein Hi bekommen. Warum ist das so? Wir Menschen haben ein natürliches Grundbedürfnis, dass wir gesehen und gehört werden möchten. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind einfach nur eine Nummer für jemanden oder erhalten eine standardisierte Nachricht, dann fühlen wir uns nicht genug wertgeschätzt. Hier sind drei Alternativen. Finde eine Gemeinsamkeit. Zum Beispiel siehst du, dass die Person sich für ein bestimmtes Thema oder ein Hobby interessiert und vielleicht ist es etwas, was du auch gut findest. Mach eine Connection. Sowas kommt immer super gut an und kostet dich nur wenig Zeit. Stell eine einfache Frage, auf die man einfach antworten muss. Zum Beispiel sowas wie, wo gibt's die allerbeste Pizza in Hamburg? Oder in welchen Film sollte man auf gar keinen Fall rein? Mein persönlicher Favorit ist übrigens das GIF. Wenn mir jemand ein lustiges GIF schicken würde, ich glaube, ich würde mich kaputt lachen und hätte sofort einen Aufhänger. Ja, Kreativität braucht ein bisschen mehr Effort, aber es lohnt sich, weil dadurch hebst du dich von all den anderen ab, die eben nur ein Hi schreiben. Parship hat übrigens eine Mindestlänge für Texte, das heißt, du kannst weder ein Hi schreiben, noch ein Hi bekommen.